glaube, wir müssen reden. Vielleicht habt ihr es schon bemerkt, vielleicht aber auch nicht. Einige Kommentare habe ich gesehen, aber auch andere wiederum nicht. Falls ihr nicht wisst, um was es geht, Leute. Ich habe jetzt schon 4 Tage keine Videos mehr hochgeladen und ich muss euch heute erklären, wieso? Außerdem müssen wir über die Zukunft sprechen, Leute, von diesem Kanal. Wie es weitergehen könnte. Wenn es überhaupt weitergeht, Leute. Aber ich werde euch das auf jeden Fall heute alles erklären, Leute. Guckt mal, ihr müsst das so sehen, Leute. Ich lade jetzt schon so lange Videos hoch. Meine Kanäle, ich hatte ja früher noch einen anderen Alphastein-Kanal, gibt es hier, mich geht es jetzt schon seit hier fast 10 Jahren, Leute. Ich habe, glaube ich, im Juli 2014 angefangen mit dem allerersten Alphastein-Video, Leute. Schaut euch mal allein an, wie die damals aussahen, Leute. Das ist was komplett anderes gewesen, Leute. Das war, weiß ich, das waren immer kurze Videos. Ich habe mir immer Sachen überlegt, immer irgendwas Kreatives, irgendwas Neues, um... Mein Ziel war es immer, die Zuschauer zum Lachen zu bringen. Versteht ihr? Die Leute unterhalten war mir immer ganz wichtig. Und ich glaube, in letzter Zeit hat das einfach nachgelassen, Leute, mit der Unterhaltung. Ich habe das schon auch gemerkt an den Videos. Ich finde, die sind schon immer langweiliger geworden. Ich sag ehrlich, Leute. Damit meine ich jetzt nicht, die waren schlecht editiert oder so, Leute. Ich meine einfach... Aktuell, was ich alles auf YouTube bringe, ich bin nicht zufrieden, Leute. Und ich habe mir gedacht, Leute, ich muss was verändern. Ich muss wieder wie der alte Alphastein sein. Und deswegen, Leute, habe ich jetzt erstmal mit den YouTube-Videos aufgehört. Und Leute, ich glaube, ihr müsst euch daran erstmal gewöhnen. Weil es werden ab jetzt keine Videos mehr kommen. Denn Leute, ihr müsst verstehen, ich wollte gerade am Computer aufnehmen, ja? Hat die Aufnahme gestartet und auf einmal war mein Strom weg, Leute. Ich habe vergessen, die Stromrechnung zu bezahlen. Denn mein Konto ist leer, Digga, es ist einfach leer. Ich bin so mies, Bro. Es gibt einen ganz genauen Grund, wieso ich keine Videos mache, Leute. Und zwar will ich endlich mal ein Musikvideo rausbringen, Leute. Und das hat richtig viel, das kostet richtig viel Arbeit, Leute, wirklich. Das Singen, Musikvideo aufnehmen, alles planen, Leute. Ich muss ja noch die ganzen TikToks machen, Shorts machen, damit jeder Bescheid weiß. Denn Leute, ihr müsst wissen, der Song kommt schon nächsten Donnerstag um 18 Uhr, also am 21.03. um 18 Uhr. Kommt endlich der Song, mein Konto ist leer. So viele Kommentare habe ich darüber gelesen und ich sage euch ehrlich, Leute, ich habe so vermisst, Musik zu machen und ich finde, das ist ein richtig gutes Lied geworden, Leute. Ich sag euch ehrlich, ich habe noch nie richtig eigene Lieder gemacht, das waren eher immer Parodien. Deswegen habe ich mir jetzt mal richtig viel Mühe gegeben, Leute. Ich habe auch so gar keine Zeit für normale Videos gefunden, Leute, weil ich muss jetzt hier noch, wie gesagt, die ganzen TikToks hochladen und auf den Song aufmerksam machen, Leute. Deswegen schreibe ich das auf jeden Fall auf, Leute. Das wäre mir ultra wichtig, wenn ihr alle am Start seid, wenn der Song online kommt. Weil bis dahin werde ich, wie gesagt, keine normalen Videos mehr hochladen, Leute. Ihr werdet jetzt die Tage wahrscheinlich Shorts sehen, TikToks und alles. Aber normale Videos gibt es erstmal nicht, bis das Musikvideo kommt. Weil das ist mir gerade richtig wichtig, Leute. Das riecht gut. Also, Leute, nicht wundern, warum gerade keine Videos kamen. Es wird doch normal wieder dann weitergehen, Leute. Auch mit Double Upload sogar. Merkt euch das Datum, Leute. Schreibe ich jetzt auf jeden Fall auf. 21.03. 18 Uhr. Auf diesem YouTube-Kanal. Lasst, Leute, wenn ihr gehypt seid, Leute. Wenn ihr euch freut. Abonnieren auf jeden Fall nicht vergessen, damit ihr es nicht verpasst. Auf jeden Fall dann auch Spotify, Amazon Music, alles auschecken, Leute. Das wird es überall geben. Und jetzt, Leute, würde ich sagen, gehe ich erstmal TikTok drehen. Tschüss, wir sehen uns später.